Seit 10 Jahren kommt man schneller mit den Öffentlichen von Saarbrücken nach Lebach und zurück. Auch ein Tipp jetzt für den Sonntag, wo es hier so eng wird in der Stadt. Seitdem fährt die Saarbahn bis dorthin. Ein großer Schritt für die Anbindung des ländlichen Raums. Und was ist seitdem passiert? Darüber reden wir gleich. Erstmal zieht Herbert Mangold Bilanz. Es ist schon ein bisschen Ironie der Geschichte. Mitte der 1980er Jahre wurde die Rosseltalbahn Richtung Lebach stillgelegt. Das Auto hatte gewonnen. Doch genau vor 10 Jahren gab es die Kehrtwende und einen großen Bahnhof für die Saarbahn. Mit viel Pomp und Prominenz wurde die neue Strecke eröffnet, die zum großen Teil auf der alten Rosselbahntrasse fährt. Inzwischen gehört sie für viele in Lebach zum Alltag, ist ein fester Bestandteil der eigenen Mobilität, wenn auch nicht für alle. Wenn man kein Auto hat, und dann muss man halt gucken, wie man sich arrangiert, sag ich immer, dass man dorthin kommt, wo man hin will. Weil mein Freund Anschluss aus Saarbrücken nach Lebach hat. Ich habe ein Deutschland-Ticket, ich fahre von hier ab nach Saarbrücken, überall hin. Beruflich muss ich immer unterwegs sein. Ich bin vereidigter Dolmetscher und ich muss schnell auf mein Ziel sein. Und deshalb ist Saarbahn für mich immer interessant. Sonntags können sie abends mehr sein. Die Strecke Saarbrücken-Lebach gehört seit ihrer Eröffnung zu den wichtigsten Linien der Saarbahn. Von hier aus kann man in die Landeshauptstadt und bis nach Saargemünd fahren. Die Stadt schätzt, dass inzwischen bis zu 20% der Fahrten mit der Bahn gemacht werden. Für die Stadt Lebach ist es wichtig, dass unsere Bevölkerung und Teile auch viele Bevölkerung aus den Stadtteilen mit der Saarbahn schneller nach Saarbrücken kommt, beziehungsweise ohne Auto nach Saarbrücken kommt, weil jeder, der die Situation kennt, weiß ja, dass Saarbrücken nicht unbedingt die autofreundlichste Stadt ist, sage ich mal. Und in diesem Sinne, denke ich, hat die Saarbahn erheblich dazu beigetragen, dass hier eine Entspannung stattfindet. Das hängt auch damit zusammen, dass Lebach ein Schulstandort ist. Es gibt 2 Gymnasien, die von Schülern aus dem Einzugsgebiet der Saarbahn besucht werden. Doch diese positive Entwicklung ist nicht nur auf die Kommune beschränkt. Mit der Bahn hat sich Lebach auch zu einem zentralen Knotenpunkt für den ÖPNV gemausert. Nachdem das die letzte große Erweiterung des Streckennetzes war, könnte es weitere Neubaumaßnahmen geben. Wir sind in Abstimmung mit dem Aufgabenträger, also der Landeshauptstadt, und natürlich auch in Abstimmung speziell dann später mit dem Land dabei, Verlängerung über die Mainzer Straße Richtung Hallberg anzudenken und vorzubereiten. Und wir hatten ja schon früher mal Fahrten zum Messegelände, zukünftig Schanzenbergviertel. Hier sind wir im ersten Schritt zunächst mal in Richtung Unteres Mahlstadt unterwegs. Es gibt noch weitere Überlegungen, das Streckennetz der Saarbahn auszuweiten. Doch hier ist zuerst die Politik gefragt, denn ohne Geld vom Land geht es nicht. Wenn es eine Reaktivierung der Rosseltalbahn gibt, würden wir uns sehr freuen, nicht nur bis Messe Schanzenbergviertel zu fahren, sondern darüber hinaus bis Fürstenhausen oder weiter. Aber dort sind die Entscheidungen insbesondere auf den Tischen von Land und DB. Insgesamt befördert die Saarbahn rund 37.000 Fahrgäste pro Tag und rund 11 Millionen pro Jahr. Ja, 10 Jahre ist es jetzt her, dass die Saarbahn über die Köllerbachtrasse nach Lebach erweitert worden ist. Und danach, Erhard Pitzius von der Plattform Mobilität hat den ÖPNV ja immer gut im Blick. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Herr Pitzius. Hallo, guten Abend. Das war ja im Prinzip diese Erweiterung nach Lebach mit der Saarbahn das letzte große Ding, sage ich jetzt mal, im ÖPNV. Seitdem ist eigentlich nicht mehr viel passiert. Ne? Ja, das letzte ganz große Ding war es. Wir haben ein ganz kleines Ding noch, das kommt bis 2028. Das wäre die Reaktivierung von Homburg nach Zweibrücken. Das wollen wir nicht ganz unerwähnt lassen. Aber wir haben eben schon gehört, es gibt ja durchaus Pläne oder Denkanstöße, die Saarbahn noch mal ein bisschen zu erweitern. Einmal zum Hallberg hin, einmal nach Mahlstadt. Was halten Sie davon? Ja, es war ja ursprünglich die Idee für die Saarbahn, dass sie sich weiter ins Land hinein entwickelt. Natürlich, die kleinen Stichstrecken bis nach Mahlstadt oder bis zum Hallberg, die bringen da uns auch nicht viel weiter. Wir müssen da ein bisschen größer denken. Und da bietet sich die Rosseltalbahn, die wir ja im Bericht ja schon erwähnt hatten, ja auch sehr gut an. Also Saarbrücken, Schanzenberg, neu, also altes Messegelände, Gersweiler, Fürstenhausen, Großrosseln. Das wäre eine ideale Saarbahnstrecke. Nicht zu verachten wäre aber auch noch mal dieser Lückenschluss zwischen Etzenhofen und Walpershofen, also dort, wo die Bahn schon fährt, Richtung Püttlingen und Völklingen. Also dann von da oben runter dann Richtung Völklingen. Was ist denn so mit dem Nordsaarland? Das ist ja eigentlich auch eine ziemliche Baustelle dort mit dem ÖPNV, oder?
Das ist eine Baustelle. Wir müssen also auch weiterhin viele Bahnstrecken in die ländlichen Räume bringen, obwohl ländlicher Raum ja immer eine Definitionsgeschichte ist. Also das heißt, also, wenn wir die Primstalbahn bis nach Limbach, nach Schmelz-Limbach bringen, können wir das Bodental anschließen. Wir können über die Merziger Strecke die Gegend da oben um Nunnkirchen, den Vorderhochwald anschließen oder über die Biestalbahn auch den Warnt mit bis Überherrn. Und das muss eben halt mit einfließen in die Geschichte. Also wir brauchen beides. Wir brauchen immer den Zusammenhang, ob jetzt dort eine Straßenbahn oder eine Saarbahn fährt, nach Eisenbahnbetriebsordnung, ganz klar, oder ein Zug. Das spielt eigentlich eine untergeordnete Rolle. Hauptsache, es fährt was. Jetzt soll ja das Saarland Modellregion werden für die Entwicklung des ÖPNV, speziell im ländlichen Raum. Das ist ein bundesweites Projekt, was hier stattfinden soll. Sie haben eben schon Sachen angesprochen. Was würde denn darüber hinaus, woran hakt es denn am meisten? Wo müsste man als erstes hingucken? Ja, diese Idee ist natürlich gut. Wir brauchen eben halt ein gesamtes Konzept, ein ganzheitliches Konzept von der Haustür bis zur nächsten Haustür, also wo ich hin will. Und ich muss aber auch wieder heim. Also ich muss beides denken. Es nutzt mir nichts, wenn ich morgens gute Verbindungen habe und will abends wieder zurück und heim und da fährt nichts mehr. Also das muss ich alles immer zusammendenken. Aber Riesenbusse durch die Gegend zu schicken in der Nacht, das ist ja, die dann leer sind, ist ja auch nicht die Lösung, oder? Nee, das ist klar. Also man könnte ja auch das Taxigewerbe mit einbeziehen in diese Geschichte. Großraumtaxen können auch Linien fahren. Das gibt es in anderen Städten und Regionen auch. Ich nenne da als Beispiel Singen am Hohentwiel. Dort fährt ein Linientaxi die normale Strecke, die der Bus auch fährt. Aber ich brauche keinen 50er Bus, sondern nur ein 7er Großraumtaxi zum Beispiel. Das wäre alles möglich, ist auch anzudenken. Also kreative Ideen sind jetzt hier gefragt. Danke, dass Sie bei uns im Studio waren, Herr Pitzius. Gerne.